Wie viel Geld aus dem Mobilitätsfonds am Ende tatsächlich nach München fließt, ist bisher unklar. Ein Tropfen auf dem heißen Stein sei das und alles andere als ein großer Wurf. So lauten an Tag 1 nach dem Berliner Dieselgipfel die Kommentare im Rathaus. Die Euphorie zwar gedämpft, trotzdem stellt man das Positive heraus. Wir gehen schon davon aus, dass es ein zweistelliger Millionenbetrag für die Landeshauptstadt München sein wird. Und wenn man weiß, dass ein Elektrobus ca. 500.000 Euro kostet, dann kann man damit schon eine ganze Reihe an Elektrobussen anschaffen. Wir können weitere Mobilitätsstationen für Carsharing einrichten. Wir können weitere Ladesäulen für die zur Förderung der Elektromobilität einrichten. Da kann man wahrscheinlich ein Zehntel der Trambahn-West-Tangente von bauen und von finanzieren, nicht mehr, nicht weniger. Wir werden jetzt auch einen Antrag stellen im Stadtrat, dass der Mobilitätsfonds genutzt wird, um sowas zu finanzieren wie 5-Minuten-Takt für die U-Bahn, 50 neue Busspuren. Beim Dieselgipfel in Berlin mit Vertretern von Ländern und Kommunen, darunter war auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, hatte Kanzlerin Merkel angekündigt, dass der Mobilitätsfonds um 500 Millionen auf insgesamt 1 Milliarde Euro erhöht wird. Mit diesem Geld sollen Städte wie München, die eine hohe Stickoxidbelastung in der Luft haben, den ÖPNV ausbauen oder emissionsfreie Fahrzeuge anschaffen können. Damit will man ein generelles Dieselfahrverbot vermeiden. Naja, es betrifft halt schlicht und ergreifend viele Menschen und ich habe auch Verständnis dafür, für die, die jetzt sich guten Gewissens vor wenigen Jahren einen Diesel gekauft haben und jetzt denen plötzlich gesagt wird, dass sie nicht mehr in die Stadt fahren dürfen. Das ist halt auch schwierig. Dieselfahrverbot käme für viele eine Enteignung gleich. Eine Vielzahl von Maßnahmen sei erforderlich, um das Luftproblem in München lösen zu können, heißt es im Rathaus. Und dort gibt es parteiübergreifend offenbar zwei neue Lieblingswörter. Und die blaue Plakette. Die blaue Plakette. Blaue Plakette. Die blaue Plakette soll also die Lösung sein. Bedeutet, alte Dieselstinker müssen raus, nach und nach wird umgerüstet. Nur, Verkehrsminister Dobrindt lehnt die blaue Plakette ab. Es ist eine Regelung, die dann auch in verschiedenen Schritten funktionieren kann, dass man zuerst zum Beispiel Handwerksbetrieben, Wirtschaftsunternehmen, Anwohnern Ausnahmegenehmigungen gibt und dann erst nach ein paar Jahren, wenn sie sozusagen ihre Fahrzeuge modernisiert haben oder auf andere Mobilitätsarten umgestiegen sind, da auch aussperrt. Also die CSU-Stadtratsfraktion hat sich ja immer für die blaue Plakette ausgesprochen. Wir denken, dass das die bessere Alternative zu Fahrverboten ist und dass man, wenn das mit vernünftigen Übergangsfristen versieht, wie wir das ja bei den roten und gelben Plaketten auch gemacht haben, dass es auch eine verträgliche Lösung ist, um langsam die Fahrzeugflotte in München umzubauen. Im Oktober soll es ein weiteres Treffen in Berlin geben. Dann erhofft man sich von der Politik konkrete Maßnahmen, damit ein generelles Dieselfahrverbot wirklich abgewendet werden kann.